Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Wasteland. Ja, wir sind jetzt langsam in den Endzügen von diesem Projekt. Man sieht auch, wenn man sich hier umdreht, hier schon etwas, was man, was noch gebraucht wird für das Ende praktisch. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu gerne erledigt haben möchte. Einfach, damit man nicht wieder im Nachhinein sagt, wir haben es doch gewusst. Und zwar möchte ich diese Glaskuppel weiterbauen und vielleicht sogar zu Ende bauen. Dafür habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich weiß halt nicht, ob das annähernd reichen wird. Aber hier oben auf dem Dach habe ich schon Glas. So, ihr seht, das ist ganz schön viel. Jetzt werden natürlich manche kommen und sagen, du willst jetzt jedes Glas hier einzeln platzieren. Nein, das will ich tatsächlich nicht machen. Die Look habe ich schon ausgebessert. Ich hatte nämlich in dem Video von dem Better Not Games gesehen, dass hier noch was so fehlerhaft ist. Einmal muss ich jetzt hier diese Glasleiten lang gehen, um zu gucken, dass oben drauf keine Fackeln sind. Weil dann geht das nicht. Das heißt, ich muss jetzt einmal hier rumgehen und gucken, okay. Hier zum Beispiel sind keine Fackeln oben drauf. Dann laufen wir hier einmal durch. Einmal durch. Einmal durch. So, hier fängt es nämlich an, dass es natürlich Fackeln oben sind. Ich habe auch gerade gesehen, dass hier... Ach, hier will ich auch gar nicht lang. Okay, gut. So, das heißt, hier setze ich jetzt erstmal... Obwohl, hier muss ich gar keine hinsetzen. Denn da ist ja gleich überall Mauer. Und das ist halt etwas, das möchte ich gerne zu Ende haben, weil viele haben, als ich und Christina angefangen haben, diese Mauer, diese Kuppel zu bauen, gesagt, die wird eh nie fertig. Und Christina ist jetzt ja zum Beispiel auch schon raus aus dem Projekt, also muss jemand anders diese Kuppel zu Ende bauen. Und sei es, dass ich es bin. So, da seht ihr schon, Rechtsklick, zack, jetzt ist die Glas platziert. Ne? Das geht natürlich immer nur bis nach da hinten, bis da, wo halt Glas ist. Aber wie gesagt, so geht das viel schneller. Viel, viel schneller. Die Frage ist nur, ob mein Glas dafür wirklich reicht. Ich bezweifle es tatsächlich, weil die echt... Oh Gott. Dieses Turret. Weil das halt echt vieles, ne? Aber ich habe auch echt viel Glas vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, ob das reichen wird. Zack. Und wir sind ganz oben angekommen, wie man sieht. Das ist ja die Decke. Und so hoch müssen wir die ganze Mauer haben. Und wie ihr seht, ich habe fast mein Inventar wieder leer. Also das könnte echt knapp werden mit dem Glas, um ehrlich zu sein. Aber wir können es ja versuchen. Und ich meine, Diamanten haben wir unendlich viele. Stöcke sollten eigentlich auch genügen. Also das sollte eigentlich ohne Problem möglich sein. Ich schau mal, wie weit ich jetzt einfach mal mit dem Glas komme. So, ich habe jetzt diese ganze Mauer auf dieser Höhe hier. Das heißt, wenn ich jetzt einmal klicke... mache ich die komplette Restmauer einen Block höher. Und da bin ich jetzt gespannt, wie viele Blöcke ich dafür verbrauche. Wir schauen mal eben ins Inventar. Ich habe hier natürlich noch 9, ne? Ist ja klar. So, wir haben jetzt fast 2 Reihen. Und? Ja, eine halbe Reihe weg. Ich weiß halt nicht, wie lange jetzt diese Folge wird, weil ich halt nur das hier machen werde wahrscheinlich. Es kann auch sein, dass die Folge jetzt total schnell wieder vorbei ist, so, keine Ahnung, 5 Minuten. Weil ich halt ein bisschen cutten werde. Ah, sieht man nicht, ich bin fast rumgekommen. Seht ihr schon, wie hoch diese Mauer einfach ist? Das ist so wahnsinnig schnell mit diesem Gerät. Das hatten wir halt vorher nicht, ne? Ich und Christina haben ja vorher die ganzen Blöcke einzeln mit der Hand platziert. Da seht ihr schon, wie viel Glas einfach schon weg ist. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ich glaube es tatsächlich nicht. So ist es jetzt genau das passiert, was ich dachte, mir schon dachte. Die Mauer ist jetzt komplett bis oben. Das ist fertig. Das Glas habe ich noch. Aber der Deckel fehlt ja auch noch, ne? Das heißt, wir haben jetzt zwar endlich die Wände fertig. Nur werden wir wahrscheinlich zu wenig Glas haben für den Deckel oben drauf. Das ist logisch. Wir haben es aufgebraucht und wir haben immer noch eine riesen Fläche vor uns. Das heißt, ich werde jetzt wieder mal offscreen etwas Glas herstellen und ja, dann diese Kuppel zu Ende bauen. Dann könnt ihr euch jetzt vielleicht denken, warum die Folge nicht am nächsten Tag kam, weil das dauert ja doch ein bisschen. Und wie die Kuppel dann am Ende aussieht, zeige ich euch für euch gleich. So, ich habe mich jetzt erstmal dazu entschlossen, während ich warte, dass das Glas fertig gemacht wird, die Türen zu bauen. Denn wir müssen ja auch irgendwie rauskommen, wenn wir dann endlich ein Dach haben.
Das heißt, ich baue jetzt hier einmal einfach rein, zack. Und baue dann hier praktisch solche Türen rein. Und dann können wir da einfach immer rausgehen. So, ich mache mal so, wie das hier ist, zack, ne? Ganz easy peasy. Bis nach draußen natürlich. Mal eben hier so machen. So. Wow. Das hat gerade mega geruckelt. Und Holika ist da. Ach. Das ist tatsächlich gerade Zufall, dass er in dem Moment raufkommt, wo ich wieder die Aufnahme gestartet habe. Das ist ja mal ein lustiger Zufall. So. Es gibt jetzt Eingänge. Hab die Kuppel fast fertig. Nur, dass er nicht gleich reinfliegen will und merkt, dass das nicht mehr geht. Ja. Ich glaube, bei Christina ist das Problem, dass sie hier komplett zugebaut hat, ne? Ja, hat sie. Sehr cool. Ja, das wollte ich noch fertig haben. Auf jeden Fall im Projekt. So. Weil das hätte mich tierisch aufgeregt, wenn wir das echt hätten nicht mehr fertig gekriegt. Dann mache ich jetzt hier noch eine Tür rein. So. Zwar keine schicke, aber eine Tür. So. Ne, ihr seht schon, das Problem ist nur, hier wird sich das, glaube ich, dann verbreiten, ne? Oh, oh. Ich glaube, da ist tatsächlich noch Steine zwischen, oder? Weil das will ich natürlich nicht, dass jetzt deswegen am Ende noch das Gras rauskommt. Ne, hier ist Stein. Und da hinten hatte ich schon vorher eine Tür gebaut, tatsächlich. Ja, das müsste ich hier, genau. Habe ich das einmal getestet. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Ich wusste es. Egal, das repariere ich mal eben. So, jetzt habe ich hier wieder alles weggemacht, ne? Wie man sieht, alles wieder Putty. Dann habe ich hier Steine zwischengepackt. So, dann haben wir jetzt hier einen Ausgang. Da hinten haben wir einen Ausgang. Da habe ich ja schon gesehen, dass da Steine zwischen sind. Da ist auch ein Ausgang. Ich weiß nicht, ob wir hier einen Ausgang brauchen. Es wäre aber tatsächlich ganz sinnvoll, wenn man hier mal irgendwas aufsammeln will, ne? Also sollten wir vielleicht hier in der Ecke... Nee, lieber da beim Haus, oder? Schau mal eben. Gott. Ich schau mal eben. Lieber hier beim Haus. Dann hat der... Also sollte der halt jemals wieder hier spielen, überhaupt, ne? Also das Projekt ist ja fast zu Ende. Aber... Nett gedacht, sollte der hier einen Ausgang haben. Da sind auch Steine. Das heißt, so sollte es gehen. Wir haben jetzt Ausgänge. Ich habe Holika gerade erzählt, was passiert ist. Mit dem tollen Gras. Total geil. Ja, ja, ja. Und ja, ich glaube, das habe ich auch tatsächlich alles gemacht. Beziehungsweise jetzt mache ich mich weiter an die Kuppel ran. Ich habe ja so viel Bock drauf. Oh Mann, oh Mann. Warum? Was denn? Diese Turrets! Die machen Musik, die spielen. Ach, haben die das diesen Lärm gemacht oder was? Ja. Du, ich hab die Musik mittlerweile aus, deswegen höre ich das nicht. Also hast du es gefunden? Ja, ich hab's wiedergefunden. Ich stell sie jetzt bei Flu im Keller. Endlich keine Musik mehr! Oh Mann, endlich hat Bob die Musik gefunden, aber ich werde es trotzdem auslassen. Wie er schon gesagt hat, er stellt das jetzt unten bei Flu rein. Das heißt, wir hören es immer noch. Also lasse ich es lieber aus, dass wir den Stress nicht haben. Das ist ja das Schöne daran, man kann es einfach auslassen. Was ist jetzt passiert? Okay, wir sind ja in spannenden Kampf. Bob Sau gegen Better Not Games. Wer wird gewinnen? Sie schlagen aufeinander ein. Einer ist sogar schon am Bluten. Nur wie wird das hier zu Ende gehen? Werden sie wieder am Ende beide sterben? Und warum tun sie das? Ich habe keine Ahnung. Aber von uns... Für die Wahl, hä? Was denn? Was zum Teufel? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Mit einer Kackmusik, du. Ich konnte da nichts für, ich hab das voll vergessen, wo die waren.
Die prügeln sich hier. Und damit, Leute, habe ich tatsächlich diese komplette Kuppel fertig. Wie ihr seht, ich habe hier keine Fackeln draufgestellt, sondern diese Glowstone-Stückchen, weil die halt, naja, am unauffälligsten sind. Ich muss auch erstmal den ganzen Sand jetzt unten rausnehmen, den ich jetzt noch drin habe. Aber ich habe jetzt tatsächlich das geschafft, was ich machen wollte. Ich habe diese komplette Kuppel fertig. Naja, ich sehe sie tatsächlich nicht so sehr, weil ich halt Optifine mittlerweile drin habe. Ja, klar, da hinten, das sehe ich, aber sonst, ja, diese Ecken halt. Die anderen haben jetzt eine riesige Kuppel über sich, wenn die sich nicht so schlau waren, Optifine reingemacht haben. Naja, so ist das halt. Ja, ich glaube, mehr gibt es auch gar nicht mehr zu sagen. Und ich bin ganz froh, dass ich das jetzt noch geschafft habe. Dass das nicht etwas ist, was jetzt im Nachhinein wieder heißt, wir haben es ja eh nicht hingekriegt. Wisst ihr, was ich meine? Sondern wir haben es tatsächlich hingekriegt. Aber sonst sieht man sich einfach in der nächsten Folge von irgendwas anderem wieder. Bis denn, Leute. Ciao.